Hallo Internet, heute wird es richtig scharf. Hallo zusammen, heute geht es um ein scharfes Thema, nämlich um Focus Stacking. Wir schauen uns an, wie man die Bilder dafür aufnimmt, was man da beachten muss. Wir machen eine Vorentwicklung in Lightroom und fügen dann die einzelnen Bilder in Photoshop zusammen. Wie funktioniert das Ganze? Wenn ihr zum Beispiel Makroaufnahmen macht, dann habt ihr öfter mal das Problem, dass die Tiefenschärfe eures Objektivs auch bei kleinster Blende nicht ausreicht, um das komplette Motiv zu erfassen, das heißt, um es scharf zu kriegen. Bei Focus Stacking werden einfach mehrere Aufnahmen gemacht mit verschiedenen Schärfeneinstellungen, das heißt, die Schärfe wird durch das Motiv durchbewegt und dann werden die in Photoshop zusammengebaut. Ich habe heute ein kleines Set aufgebaut, um das Ganze mal fortzuführen. Dazu nehme ich meinen Schreibtisch. Wir haben zwei Dauerlichter, die es relativ preiswert bei Amazon gibt, damit wir hier nicht nur fotografieren können, sondern auch filmen. Ihr könnt natürlich auch Blitze dafür nehmen oder einen Blitz, je nachdem, was für eine Beleuchtung ihr braucht. Ich habe das Ganze auf meinem kleinen Schreibtisch hier hingestellt. Als Hintergrund dient uns ein schwarzer Karton. Den habe ich hier mit Klammern an einem Kleiderständer festgemacht. Und auf dem Karton liegt unser Motiv. Und damit wir das richtig heute beurteilen können, wie die Schärfe liegt, ist das ein Metermaß, den ich praktisch diagonal fotografiere, sodass wir genau erkennen können, wo ist die Schärfe und wo ist die Schärfe nicht. Ich habe hier ein Makroobjektiv genommen, das 100er von Canon und mit Hilfe des Comlight Adapters an meine Sony 7R II angedockt. Wichtig ist Stativ und Kabelauslöser, weil gerade wenn es um Makro geht, die kleinste Verschiebung ändert den Bildausschnitt und das sollten wir beim Anfertigen der verschiedenen Bilder vermeiden. Und je nach Motiv kann es durchaus sein, dass wir hier nicht von 2-3 Bildern reden, sondern vielleicht von 5-10 Bildern. Das hängt von der konkreten Situation ab. Das heißt, die Kamera sollte sich dazwischen nicht bewegen. Wenn ihr dazu noch längere Verschlusszeiten habt, dann ist es sowieso notwendig, ein Stativ zu nehmen. Und damit wir wirklich auch überhaupt keine Erschütterung haben, ist ein Kabelauslöser oder ein Funkfernauslöser sicher sinnvoll. Falls das nicht da ist, dann könnt ihr auch den 2-Sekunden-Timer nehmen, der, ich glaube, in allen Kameras verfügbar ist. Von der Aufnahmetechnik her geht ihr jetzt also Schritt für Schritt mit der Schärfe durch das Bild durch und macht immer wieder eine Aufnahme. Wenn ihr dann fertig seid mit dem Fotografieren, dann lesen wir die Bilder ganz normal in Lightroom in den Katalog ein und dort machen wir jetzt im zweiten Schritt weiter mit der Vorbearbeitung. Ich habe jetzt von unserem Metermaß hier 10 Bilder gemacht, die wir jetzt vorentwickeln. Das ist ganz normal, so wie wir immer in Lightroom entwickeln. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit wir mehr sehen. Wenn es dann auch funktioniert, dann machen wir das auch. So. Wir gehen in das Entwicklungsmodul und führen jetzt eine Standardentwicklung durch. Das heißt, in meinem Fall möchte ich hier maximalen Kontrast haben zwischen dem früher mal weißen Metermaß und den Zahlen hier und den Hintergrund, den ich ja schwarz gewählt hatte, den möchte ich idealerweise gar nicht sehen. Also mache ich jetzt hier mal meine Standardentwicklung, die Lichter ganz nach unten, die Tiefen ganz nach oben. Wir suchen uns den Weißpunkt bei gedrückter Alt-Taste. Da ist er. Und den Schwarzpunkt entsprechend auch. Und da ziehen wir jetzt drüber hinaus, sodass der Hintergrund möglichst richtig schwarz ist und die Buchstaben auch. Also das ist jetzt eine Entwicklung, die man an einem normalen Bild sicher nicht so extrem machen würde. Aber damit wir hier möglichst viel sehen, habe ich das jetzt in der Form eingestellt. Und ich ziehe auch noch den Kontrast ein bisschen nach oben.
und dann machen wir uns das Bild noch ein kleines bisschen heller. Und jetzt sieht man schon ganz gut, das ist das erste Bild der Serie. Hier vorne ist es scharf und irgendwo hier im Bereich um die 7 und die 8 beginnt es unscharf zu werden und hier hinten ist es dann richtig unscharf. Machen wir mit der Entwicklung weiter. Das hier brauchen wir alles nicht. Machen wir mal zu. Die Details, das heißt, wir schärfen jetzt noch das Bild, gehen hier auf die 100% Ansicht und ziehen mal die Schärfe richtig nach oben. Ich nehme mal 80, maskieren aus, damit wir wirklich nur das scharf machen, was wir wirklich scharf haben wollen. Nämlich die Einteilung, die Maßeinteilung auf dem Metermaß. Und ich ziehe mal das Luminanz, das Rausch, die Rauschunterdrückung ein kleines bisschen nach oben. Im Profil aktivieren wir die chromatische Aberration, auch wenn wir sie jetzt hier nicht sehen. Und wir aktivieren die Profilkorrektur. Unter normalen Bedingungen erkennt Lightroom aus den EXIF-Daten euer Objektiv. Hier habe ich jetzt über einen relativ einfachen Adapter ein Canon-Objektiv an eine Sony gesetzt. Aber ich kann hier das jetzt auswählen. Ich nehme mir hier erstmal Canon. Und dann suche ich mir hier das Objektiv aus und das ist hier oben das 100er 2.8 Makro IS. So. Da wird man keinen großen Unterschied sehen, weil die Abbildungsqualität von diesem Objektiv ist wirklich richtig groß. Aber je nachdem, was ihr für ein Objektiv benutzt, ist es auf jeden Fall sinnvoll, die Profilkorrektur einzuschalten, damit das alles dann vernünftig aussieht und nicht verzerrt ist. Das war's schon, was die Entwicklung anbelangt. Das haben wir jetzt hier mit dem ersten Bild gemacht. Das müssen wir jetzt auf alle anderen Bilder übertragen. Dazu drücke ich bei gedrückter Shift-Taste auf das letzte Bild. Jetzt sind alle markiert und drücke dann auf Synchronisieren. Wir synchronisieren alles. Das heißt, wenn hier nicht alles ausgewählt ist, hier auf Alles auswählen klicken und dann auf Synchronisieren. Wir haben jetzt also 10 Bilder, die wir in Photoshop zusammensetzen wollen. Theoretisch kann man die RAW-Files nehmen. Das wird jede Menge Material sein. Nicht nur bei der Kamera, mit der ich jetzt gerade arbeite, sondern auch wenn ihr eine klassische Kamera nimmt, die irgendwo zwischen, ich sag mal, 12 und 24 Megapixel liegt, ist die Dateigröße dann schon sehr groß. Und der Rechner wird extrem gefragt sein. Das wollen wir hier vermeiden, da wir die Entwicklung schon durchgeführt haben. Ich gehe nochmal auf den Bibliotheksmodus, wo wir alle Bilder sehen. Mache ich jetzt einfach Folgendes. Ich exportiere mir alle diese Bilder, sie sind noch markiert, als JPEG. Dazu gehen wir mit rechter Maustaste auf eins der Bilder, sagen Exportieren. Und entweder ihr habt euch schon ein Profil angelegt, so wie ich das gemacht habe. Falls das nicht der Fall ist, geht ihr auf Exportieren und dann könnt ihr euch hier einstellen, wie ihr es exportiert haben wollt. Ich nehme jetzt trotzdem mal meine Voreinstellung und zwar JPEG Full, das heißt volle Auflösung und ich möchte kein Logo drin haben. Ich füge es dem Katalog zu. Ich habe keine Umbenennung. Farbraum sRGB, auch nichts Außergewöhnliches. Bei den Metadaten, gut, interessiert uns nicht. Kein Wasserzeichen, keine Nachbearbeitung. Wir sagen Exportieren und nehmen das Verzeichnis, in dem wir jetzt hier gerade unterwegs sind. Öffnen. Lightroom exportiert jetzt die Bilder ins gleiche Verzeichnis. Dazu wird der Rechner etwas brauchen und wir machen das jetzt im Schnelldurchlauf. So, Lightroom ist jetzt fertig. Wir gehen jetzt mit den JPEGs, ihr seht sie hier, das sind die, die grau sind, also nicht selektiert. Mit denen gehen wir jetzt nach Photoshop, aber nicht auf dem normalen Weg, das heißt durch Rechtsklick und Bearbeiten in, sondern wir öffnen Photoshop zunächst mal leer, sagen dann Datei, Skripten
Datei in Stapel laden. Hier suchen wir uns mit Durchsuchen die Dateien aus, die wir brauchen. Die habe ich unter Bilder, Tutorials, Focus Stacking, Aufnahme und wir nehmen nur die JPEGs. Es wäre wahrscheinlich eleganter gewesen, die JPEGs in ein eigenes Verzeichnis zu nehmen. Dann wäre das etwas schneller gegangen, aber sei mal egal. Jetzt sehen wir hier die Dateien und wir wollen, und deswegen müssen wir jetzt über diese Photoshop-Funktion die Dateien öffnen und nicht über Lightroom, diese Bilder gleich ausrichten. Weil durch das Fokussieren, durch das Durchfokussieren, praktisch durch das Motiv während den einzelnen Aufnahmen, ändert sich auch der Bildausschnitt. Nicht viel, aber ein bisschen. Das sieht man nochmal. Ich habe hier in der Videofunktion einfach mal am Schärferegler, am Schärfering gedreht, um zu zeigen, nicht nur wie die Schärfe durch das Bild, durch den Metermaß durchläuft, sondern auch, wie sich der Bildausschnitt doch leicht verändert zwischen den einzelnen Bildern. Also hier Quellbilder ausrichten und wir sagen okay. Photoshop lädt jetzt die Bilder in eine Datei, in eine PSD-Datei und richtet die aus. Auch das machen wir jetzt wieder im Schnelldurchlauf. Photoshop hat jetzt die einzelnen Bilder jeweils in eine Ebene gelegt und diese ausgerichtet. Der nächste Schritt ist jetzt, bei jedem dieser Bilder den unscharfen Bereich auszumaskieren. Das könnte man theoretisch von Hand machen, aber ich glaube, die Arbeit wollen wir uns alle nicht geben. Deswegen nehmen wir eine Methode, ein Werkzeug, was uns Photoshop zur Verfügung stellt. Dazu markieren wir alle Ebenen. Das ist die unterste hier. Ich gehe zu der obersten. Bei gedrückter Shift-Taste markiere ich die. Und dann gehen wir nach Bearbeiten, Ebenen automatisch überblenden, wählen hier Bilder stapeln, weil das ist genau das, was wir machen, und nahtlose Töne und Farben. Das ist bei dem Bild jetzt vielleicht nicht so sehr wichtig, aber wenn ihr ein normales, sage ich mal, Motiv habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall anklicken, damit es keine Ton- oder Farbsprünge gibt. Und jetzt sagen wir okay und lassen Photoshop die Arbeit machen. So, Photoshop ist fertig und im ersten Moment glauben wir, das Bild ist irgendwie kaputt gegangen. Das liegt einfach daran, dass ich versehentlich die oberste Ebene ausgeblendet hatte. Blenden wir die mal ein und wir sehen einen durchgängig scharfen Metermaß. So wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir sehen auch, Photoshop hat für jedes einzelne Bild eine Maske generiert, um genau die Bereiche auszumaskieren, die als nicht scharf identifiziert wurden. Das ist natürlich der schwarze Hintergrund, weil da ist keine Struktur drin, also ist es unscharf. Und es sind, ich nehme jetzt mal hier nur das erste Bild, zum Beispiel bei diesem Bild von dem Metermaß nur dieser kleine Bereich hier hinten. Wir nehmen das zweite dazu. Und jetzt sehen wir, genauso wie wir fotografiert haben, beziehungsweise eigentlich jetzt in der umgekehrten Reihenfolge, weil die Bilder sind von unten nach oben andersrum gestapelt, wie wir es fotografiert haben von der Reihenfolge her. Aber wenn ich jetzt hier eins nach dem anderen dazu nehme, sieht man, dass sich unser Metermaß von hinten nach vorn richtig schön scharf so ganz allmählich aufbaut. Und dann haben wir unseren fokusgestackten Metermaß. Von vorn bis hinten scharf, was wir mit einem normalen Makroobjektiv nicht hinbekommen hätte. Eine Information noch dazu, das hatte ich vorhin vergessen. Das 100er Makro von Canon hat als kleinste Blende 32, was schon ziemlich klein ist. Aber auch das war nicht ausreichend, um in einem Bild diesen Metermaß scharf abzubilden. Ja, das war's zum Thema Focus Stacking. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen, wenn ihr das benutzt, um eure Motive
so richtig von vorne bis hinten scharf zu kriegen. Und übrigens, es geht nicht nur bei der Makrofotografie, sondern das geht natürlich auch bei der Landschaftsfotografie zum Beispiel. Wichtig ist halt, dass nicht nur die Kamera ruhig steht, also Stativ, sondern auch das Motiv muss ruhig halten. Also Bewegungen, wie auch immer, führen da nicht zum gewünschten Ergebnis. Das war's für heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fotografieren, viel Spaß beim Fokus-Stacken und bei der sonstigen Bildbearbeitung. Nächste Woche gibt's wieder ein neues Video. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Bis dahin, alles Gute und ciao.